In diesem Video schauen wir uns an, wie wir verschiedene Versandarten in Shopware 6 definieren können. Schauen wir uns erstmal das Versandmodul an. Dieses finden wir in den Einstellungen unter Versand. Wir haben hier nun eine Auflistung aller bereits angelegten Versandarten. Und in der Tabelle haben wir auf einen Blick bereits die wichtigsten Felder. Den Namen, die Beschreibung, die Art der Steuerberechnung und den Aktivstatus. Natürlich kannst du diese Liste, wie auch in den anderen Modulen, individuell anpassen und beispielsweise Dinge wie die Beschreibung rausnehmen oder aber auch den Kompaktmodus deaktivieren. Schauen wir uns nun eine Versandart an. Die Standardversandart ist einmal wie folgt aufgegliedert. Wir haben hier einmal den Namen, einmal den Status, ist sie aktiv oder nicht, die Beschreibung und wir haben auch noch die Möglichkeit, ein Logo zu hinterlegen. Dieses Logo wird dann im Checkout angezeigt und kann beispielsweise das Logo deines Versanddienstleisters sein. Die Lieferzeit wird ebenfalls im Warenkorb bzw. auch im Checkout angezeigt. Das heißt, wenn der Kunde diese Versandart ausfällt, kann er direkt schon die voraussichtliche Lieferzeit sich anzeigen lassen, also auch einen Zeitraum. Und diese Lieferzeit definierst du in den Einstellungen unter Lieferzeiten. Im nächsten Schritt können wir eine Tracking-URL hinterlegen. Dies ist immer dann interessant, wenn du deinem Kunden die Möglichkeit geben möchtest, eine Sendungsverfolgung mit auf den Weg zu geben. Wir haben jetzt hier auch einmal eine Hintbox und wir sehen, dass wir hier einmal die URL hinterlegen können und wir auch einen Platzhalter nutzen können. Das ist in diesem Fall %S. %S wird dann am Ende mit der Sendungsverfolgungsnummer gefüllt, die du in der Bestellung hinterlegst. Das heißt, du würdest jetzt zum Beispiel hier die URL eintragen, würdest gucken, an welcher Stelle dieser URL hat dein Versanddienstleister einmal diese Paketverfolgungsnummer angegeben, würdest diese Nummer mit diesem Platzhalter ersetzen. So bekommt dann jeder Kunde eine individuelle Tracking-URL, mit der er dann seine Sendung verfolgen kann. Wie auch in anderen Modulen können wir hier wieder Tags hinterlegen, die dann beispielsweise in anderen Modulen wie den Rule Builder genutzt werden können. Wir haben hier nun auch die Möglichkeit, eine Verfügbarkeitsregel zu definieren. Auch hier nutzen wir den Rule Builder, um zu sagen, wann die Versandart generell zur Verfügung stehen soll. Wir haben hier einmal die Card größer gleich 0 Verfügbarkeitsregel. Diese ist auch im Standard vorhanden. Und diese besagt jetzt einfach nur, dass diese Versandart zur Verfügung steht, wenn der Warenkorb halt größer gleich 0 ist. Also im Grunde immer. Die Steuerberechnung kannst du hier auch individuell konfigurieren. Du kannst einmal sagen, dass es automatisch passieren soll. Das heißt, Shopware prüft im Grunde einmal die Positionen in deinem Warenkorb und berechnet anhand dieser Mehrwertsteuersätze dann auch die Steuer der Versandkosten. Das heißt, das kann auch anteilig beispielsweise sein. Oder aber du gibst einen höchsten Satz vor. Also du sagst, er soll den höchsten Satz aus dem Warenkorb nehmen. Oder aber wir entscheiden uns für den festen Satz. Das heißt, du kannst sagen, dass diese Versandart immer beispielsweise 19% hat. Ganz egal, was im Warenkorb vorhanden ist. Im letzten Schritt haben wir einmal unsere Preismatrix. Und die Preismatrix kann wiederum auch mit Regeln versehen werden. Das heißt, du kannst mehrere Matrizen hinterlegen und kannst dann entsprechend sagen, dass ab Erreichen einer bestimmten Regel diese Preise gelten sollen. Wir schauen uns jetzt einfach mal die Standardpreismatrix an. Und hier haben wir halt einmal die Anzahl von bis. Das heißt, du kannst jetzt hier im Grunde die Anzahl der Artikel nutzen, um deine Versandkosten zu berechnen. Ebenfalls haben wir hier einmal den Brutto- und Nettowert der Versandkosten. Hier ist aber wichtig zu wissen, dass du hier immer einen festen Betrag einträgst. Das bedeutet, hast du jetzt den Bruttobetrag 3,99 Euro
eingetragen, hast im Shop aber Nettopreise, weil du beispielsweise Firmenkunden hast, dann würde jetzt in diesem Fall 0 Euro Versandkosten angezeigt werden, weil ein fester Nettowert von 0 hinterlegt ist. Es wird nicht automatisch aus den 3,99 Euro die Steuer abgezogen und dem Nettowert zugeordnet, sondern du musst die Versandkosten sowohl brutto als auch netto pflegen, je nachdem, was im Shop nachher angezeigt werden soll. Schauen wir uns nun weitere Möglichkeiten einer Preismatrix an. Wir fügen dafür eine neue hinzu und werden darauf hingewiesen, dass wir erst eine Regel hinterlegen müssen, bevor diese Preismatrix gespeichert werden kann. Diese Regel besagt dann, ab wann diese Preismatrix gelten soll. Wir nehmen beispielsweise einmal die Customers from USA. Im nächsten Schritt werden wir gefragt, ob wir eine Warenkorb-Eigenschaft wählen möchten. Dort stehen dann Dinge zur Verfügung wie die Anzahl der Produkte, der Warenkorbwert, das Gewicht oder auch das Volumen. Oder aber ob wir eine individuelle Regel wählen möchten. Das heißt beispielsweise anhand von Warenkorb-Eigenschaften, die beispielsweise mit bestimmten Werten versehen sind, wie Text, die am Produkt hinterlegt sind oder auch vielleicht Namen von bestimmten Produkten. Diese Regel müsste natürlich, sofern sie noch nicht da ist, einmal erstellt werden. Wir aber wählen einmal jetzt die Warenkorb-Eigenschaft und nehmen beispielsweise das Gewicht. Wir sehen jetzt, dass wir neben der Anzahl auch einmal das Gewicht von bis haben. Im Standardsystem ist es immer 1 bis unendlich. Auch hier wieder die Pflege der Brutto- und Nettopreise. Ich könnte beispielsweise sagen, von 1 bis 10 kostet es 4,99 Euro brutto und 3 Euro netto. Und von 10,1 bis unendlich sind es 8,99 oder 6 Euro brutto. Das Gewicht in Shopware wird immer in Kilogramm gerechnet. Das ist die Standardeinheit, die im Artikel hinterlegt ist. Berücksichtige das also bei der Anlage deiner Versandart.